In der Firma Hagassen in Weng im Innkreis gingen am 28. März seltsame Dinge vor sich. Ein Traktoranhänger voll mit Wasser, ein Griller und durch die Hallen fährt ein Roboter mit einem Bierfass. Der Grund dafür: die Nominierung zur Grillpool Challenge. Die Firma Hagassner bedankt sich recht herzlich für die Nominierung zur Grillpool Challenge, nominiert von der Firma Josef Rieder Haustechnik aus Inzell. Herzlichen Dank für das tolle Video und herzlichen Dank für die Nominierung. Es ist uns eine Ehre. Stilgerecht fährt somit ein Roboterstapler durch die Hallen und lädt die Belegschaft zur Poolparty. Das Wasser im Pool bzw. im Traktoranhänger wird selbstverständlich mit einem Hagassner Ofen auf angenehme 38 Grad vorgewärmt. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. Sicherheit wird groß geschrieben bei Hagassner, also gibt es auch einen Rettungsschwimmer. Dann kann der Spaß beginnen. Für den Bieranstich ist Firmengründer Anton Hagassner zuständig. Wie sollte es anders sein? Das Fass wird mit einem Hallenkran zum Pool geliefert. Und damit der Spaß auch weitergeht, werden wieder drei Firmen nominiert. Yeah! Ja, wie ihr seht im Hintergrund, wir haben relativ viel Spaß da herinnen in unserem Becken. Aber das Ganze soll dann natürlich einen Sinn haben und da haben sie mir gedacht, wir spenden 1000 Euro an das Rote Kreuz Altham. Ja, und jetzt kommen wir zu den Nominierungen. Wir nominieren die Firma Heitzmann aus der Schweiz, Zempe Prost! Weiters nominieren wir von der TFG-Gruppe die Firma Butcher aus Durach im Allgäu. Viel Spaß beim Videodreh! Ja, und zu guter Letzt möchte man natürlich auch ein bisschen was bei uns im Dorf lassen in Weng. Und da haben wir uns gedacht, die Firma Faschang Werkzeugbau, Rudel, viel Spaß! Ja, und unsere nominierten Firmen haben jetzt 14 Tage Zeit bis zu ihren Videoclips. Ansonsten freuen wir uns über 50 Liter Bier und Jausen.